Es ist eine modrige Brise, die am Montag über das Frequency Festival Gelände weht. 40.000 Besucher hinterlassen Spuren. Das weiß auch der Landwirt, dessen Feld als Parkfläche genutzt wurde. Dieser ist mit schwerem Gefährt daran, die größten Schäden zu beheben. Die ganze Vegetation kaputt, es sind so Gräben drinnen durch die Fahrzeuge und vor allem durch die Traktoren. Und das muss jetzt alles wieder gerichtet werden. Ist das jetzt ein großer Schaden für Sie? Ja, es ist halt, für heuer wächst da nichts mehr. Nächstes Jahr ist natürlich auch ein Ernteausfall. Beim ersten Schnitt noch ist natürlich da ein Schaden entstanden. Ja. Nicht weit entfernt vom Parkplatz, auf den nahegelegenen Campingplätzen, versucht ein Heer von Aufräumarbeitern, der Müllberge Herr zu werden. Und das kann durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen. Einen Haufen weitergehen. So wie eine Kuh, die grasen tut. Verstehst du? 2-3 Tage auf jeden Fall. Wenn du das umschaust, schaut es auch verheerend aus. Also 2-3 Tage. Das ist immer schwer zum Abschätzen, weil man nicht weiß, was in die Zelte alles über ist. Die muss man alle abbauen. Es sind sicher einige Lastwagen, die da zusammenkommen, die da den ganzen Müll dann absammeln müssen. Die Anrainer stehen dem Trubel um das Frequency Festival gespalten gegenüber. Mir taugt ja das Frequency persönlich, aber also jetzt mit dem Dreck und das alles, das ist halt schon ein Wahnsinn, wenn man die Vögel anschaut oder irgendwas. Lärm ist schon ein Wahnsinn, also die ganze Nacht kannst du fast nicht schlafen. Ich muss sagen, ich bin direkt an der Straße als Anrainer und wir haben es eigentlich gar nicht gemerkt, weil es war total gut abgesperrt. Wir haben ein paar Probleme mit dem Parken gehabt. Die Leute verhalten sich super. Es ist eigentlich kaum, man spürt es eigentlich kaum. Es ist einfach Wahnsinn, die Tag, weil es so laut ist. Das müssen wir weg, weil die Nachbarn, die haben sich eh schon was anderes gesucht. Die schlafen woanders, weil sie gesagt haben, sie halten das nicht aus da. Enttäuscht ist man sicher von den Leuten, dass so viel Sauerei hinterlassen, dass sie so unordentlich sind, dass sie es nicht in den Müllsack reingeben, ihren Müll, dass sie einfach da nicht schmeißen. Das ist sicher bedauernswert. Die Aufräumarbeiten werden wohl noch einige Tage dauern. Da bleibt bis zum nächsten Jahr genug Zeit, um an Ideen zur Lösung des alljährlichen Müllproblems zu feilen.